Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Martens, eigentlich ist Ihren Worten nichts hinzuzufügen. Eigentlich könnte man die Debatte an dieser Stelle beenden, weil Sie alles, was in diesem Punkt wichtig ist, ganz vorzüglich eben dargestellt hatten. Ich will aber einen Punkt, den Sie eben erwähnt hatten, noch mal wiederholen. Und Sie erlauben mir, dass ich trotzdem dem noch ein paar anfüge. Weil Sie eben an sage und schreibe 30 Stellen in Ihrem Gesetzentwurf das Wort Rechtsextremismus einfach nur durch Extremismus ersetzen wollen. Dahinter steckt aber auch die Relativierung, die Sie erneut und vorsätzlich begehen, die Relativierung des Rechtsextremismus und seiner Gefahren in Deutschland. Das ist beschämend, und ich denke, wir haben Ihnen mit unserem Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus gezeigt, was wir davon halten. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf, das wird Sie wenig überraschen, ab, und ich will Ihnen auch gerne sagen, warum. Zum einen aus demselben Grund, warum es kein Hinweistelefon für den Linksextremismus beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt. Es gibt schlichtweg keinen Bedarf. Die vorhandenen Ressourcen in den Sicherheitsbehörden müssen bedarfsgerecht eingesetzt werden. Das hat Ihnen auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Innenausschuss letzte Woche erklärt. Also akzeptieren Sie endlich, dass diejenigen, die für die Sicherheit in diesem Land verantwortlich sind, sich um die wirklichen Gefahren zuerst kümmern müssen und keine Zeit haben für ihre immer wieder gleichen Reflexe. Zum anderen, Ihnen geht es bei der Erweiterung der Rechtsextremismusdatei auch um die Erfassung islamistischer Terroristen. Das haben Sie eben dargestellt. Für die Speicherung von islamistischen Terroristen ist aber bereits vor 15 Jahren die Antiterrordatei, die ATD, errichtet worden. Das heißt, wir haben für den islamistischen Extremismus schon eine Verbunddatei der Sicherheitsbehörden und brauchen deshalb nicht noch eine. Und wir haben für den Rechtsextremismus eine Verbunddatei. Für Ihr Begehren gibt es also tatsächlich keinen Bedarf. Und ich will Ihnen aber noch einen Grund nennen. Der Informationsgehalt dieser Verbunddateien ist im Nachgang des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom April 2013 und den notwendigen Anpassungen nicht besonders hoch. Das bestätigen uns auch die Behörden, die dieses Instrument immer mehr oder weniger benutzen. Inzwischen haben wir ganz andere Kommunikationsplattformen. Wir sind heute schon öfter auf das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum eingegangen. Gestern hat erst der niedersächsische Ministerpräsident Pistorius bestätigt, wie sehr sich das GTAZ in seiner Arbeit alles in allem bewährt hat. Dem Linksextremismus, und das wird Sie bestimmt zufriedenstellen, widmet der Verfassungsschutzbericht ohnehin schon mehr als 60 Seiten im Verfassungsschutzbericht. Da steht sogar mehr drin als zum Bereich Rechtsextremismus. Also ergötzen Sie sich daran, wenn Sie gerne möchten. Schade, dass es gegen Ihre ideologische Verblendung kein Medikament gibt. Vielleicht würden Ihnen ein paar Fakten helfen. Daran hindert mich jetzt aber der Ablauf meiner Redezeit. Ich habe Ihnen schon oft genug vorgetragen, wie es sich mit den Daten und mit den Fakten im Bereich Rechtsextremismus verhält. Dazu aber im neuen Jahr mehr. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches, ein zur Besinnung kommendes Weihnachtsfest und uns allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Friedrich Stretmanns.